Was läuft? Was geht, alle? Soll ich so machen? Soll ich mit dem oder ohne den? Ja, komm, Leute, heute machen wir ohne den. Was läuft? Was geht, alle? Okay, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Ich brauche gar nicht viel um den Brei reden. Brei. Ich werde auf jeden Fall versuchen, jetzt die ganze Zeit in die Linse zu schauen, okay? Weil ich kacke da manchmal ein bisschen rein. Ich gucke die ganze Zeit auf den Bildschirm, aber ich versuche auf die Linse zu schauen. Eigentlich wäre es sogar besser, wenn ich den Bildschirm umdrehe, egal, ich kann. Also, Leute, heute ist ein kleiner Real Talk so. Nein, nicht mal Real Talk. Real Talk kann man nicht sagen. Ist so ein kleiner Informationsabend. Nennen wir es einfach Informationsabend, okay? Ist ein kleiner Informationsabend, einfach so. Elternsprechtag, Elternabend. Nein, Spaß beiseite, auf jeden Fall. Ich habe eine Abstimmung gemacht bei Insta, wobei die Abstimmung ist eigentlich sogar egal. Ich habe mich so dazu beschlossen einfach, dass ich ab Januar 9 Jahres, also jetzt bald ist ja neues Jahr, und ab da will ich einen Monat vegan sein. Vegetarier, dachte ich mir, ist viel zu einfach. Und ein Freund von mir meinte zu mir, mach vegan, weil Vegetarier zu sein ist, ja, das ist alles nicht so schwer, Digga. Du verzichtest einfach auf Fleisch so. Aber vegan zu sein, das ist schon echt eine Herausforderung. Weil ich will ja auch so ein bisschen auf meine Ernährung und so achten und so dies, das. Und deswegen dachte ich mir so, ah, komm, einfach vegan. Aber ich habe noch ein paar andere Gründe dahinter. Ich erzähle mal einfach so, keine Ahnung. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich jetzt nicht für immer vegan sein werde. Auch nicht Vegetarier oder sowas. Aber ich hatte schon immer so Bock, einfach mal so zu testen, einen Monat vegan zu sein, so wie es so ist, komplett auf tierische Produkte und so zu verzichten. Und deswegen dachte ich mir, komm, ich teste es einfach mal aus. Daraus kann man auch geile YouTube-Videos so machen. Ich kann auch erzählen, wie es mir so geht und so dabei, dies, das. Ich glaube, das Schwierigste am vegan sein für mich wird sein, auf diese ganzen Produkte wie Nudeln und so zu verzichten. Auf Eier zu verzichten ist für mich nicht mal schwer. Ich esse keine Eier mehr. Und jetzt denkt ihr euch so, hä, wieso ist keine Eier mehr? Weil ich schon genug habe. Spaß. Ich esse keine Eier mehr aus dem Grund, weil... Keine Ahnung, Leute, okay, das wird jetzt komisch sein für euch. Das wird wirklich komisch sein für euch. Aber ist nicht komisch. Hört mir zu, Junge, hört mir zu. Es ist bei mir so, wenn ich Eier immer esse, okay, dann ist es bei mir so. Ich esse. Und ab einem Zeitpunkt, wenn ich zu viel esse, dann habe ich so einen Tag, wo ich so den ganzen Tag so röpse. Und das riecht so richtig eklig nach verfaulten Eiern. Ich kotze dann fast wegen meiner eigenen Röpse. So, ihr denkt jetzt, Digga, was geht ab? Aber ich habe das gegoogelt. Das ist so, wenn du Schwefelsäure rausröpst. Und es kann halt von Eiern kommen, okay? Und deswegen, ich esse sowieso keine Eier mehr. Deswegen, das wird für mich gar nicht schwer auf Eier zu verzichten, aber auf diese Nudeln und so, das wird schon schwer, darauf zu verzichten. Deswegen muss ich ab jetzt dementsprechend auch ein bisschen mich umschauen in den Läden und so abchecken, was ich vegan alles essen kann. Aber ich denke, vegan kann man viel essen. Ich denke, am meisten werde ich Ding essen, Kartoffeln, glaube ich. Ich weiß es nicht heute, aber ich muss halt da auch noch ein bisschen Zeit jetzt rein investieren in mein Essen und so. Einerseits fuckt mich das ab, andererseits denke ich mir, ich wollte es schon immer mal machen. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit auch da rein investiere. Es gibt so eine App, ich glaube, die App heißt Peter oder so. Bei dieser App kann man so nachschauen und diese App führt einen so einen Monat durch, so glaube ich, durch vegane Produkte und so einen Monat vegan sein. Ich glaube, irgendwie sowas ist es auf jeden Fall. Diese App muss ich mir auch runterladen. Genau, so. Das ist einfach mein Plan so, dass ich jetzt einen Monat vegan bin, um einfach mal so abzuchecken, wie es ist, so vegan zu sein, wisst ihr? Keine Ahnung. Ich dachte mir so, komm, probier es mal einfach aus. Was habe ich zu verlieren? Daraus kann ich geile Videos machen auf TikTok, geile Videos machen auf YouTube. Mäßig, dass ich testen will, wie es ist, einen Monat vegan zu sein. Und ja, ich check das mal aus. Und ich wollte es mitteilen, damit ich einfach so ein bisschen was zum Labern habe, wisst ihr. Ich nehme euch ja bei allem mit. Ich zeige euch ja alles, dies, das. Deswegen dachte ich mir so, komm, zeigst du auch das. Zeigst du so, was du vorhast. Und das habe ich vor. Das wird schon wild. Das wird wild. Nach dem einen Monat werde ich noch ein Video machen, wo ich so erzähle, ja, es war für mich so und so jetzt vegan zu sein, einen Monat. Ich habe das und das erlebt. Ich habe das und das durchgemacht, so. Durchgemacht, Digga. Noch ein Grund, so, warum ich mir dachte, ja, vegan kann man schon machen, so. Also Vegetarier ist, wie gesagt, für mich nicht so schwer. Okay, ich liebe Fleisch schon. Aber, also ich esse auch richtig viel Fleisch eigentlich, aber auf Fleisch zu verzichten finde ich nicht so schwer, weil es gibt so viele Sachen, die du essen kannst. Du kannst Nudeln, du kannst alles essen, so. Aber so vegan zu sein eben, das ist schon schwer. Und weil ich eine Herausforderung will, mache ich das. Noch ein Punkt, warum ich vegan mache. Ich war mal so in der Stadt, da gab es so eine Demonstration, gell, so vegan und so dies, das. Und ich finde das einfach heutzutage, das ist schon wirklich, das ist nicht mehr normal, Digga, wie so Tiere behandelt werden und so. Man kann nicht einfach so Tiere in Massenproduktion schlachten, Digga. Ich schwör, okay, ob sie geschlachtet werden sollen oder nicht, weil das ist ja Essen im Endeffekt. Wir essen es ja. Aber, Digga, du kannst sie nicht so quälen den ganzen Leben und dann sie schlachten, Digga. Meiner Meinung nach sollten sie schon ein schönes Leben haben. Und das ist heute einfach nicht mehr so. Wir essen so viel Fleisch und so. Ich habe mir auch ein Video angeschaut und da wurde halt gesagt, ist Fleisch gesund oder nicht. Und man kam zu dem Ergebnis, rotes Fleisch ist nicht so gut. Hähnchen kann man machen. Fisch ist sogar gut. Und nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber viele denken so, ah, nicht zu viel. Ja, dann kann ich mal am Tag so 100 Gramm essen. Aber ich glaube, man sollte nur 100 Gramm in der Woche oder so essen. Sogar, ich glaube, das war sogar zu viel. Ja, deswegen dachte ich mir einfach, komm, wir leben heute in so einer abgefuckten Welt, wo Tiere behandelt werden für Objekte so und jeder jeden und jeder hasst jeden so. Deswegen dachte ich mir so, ich versuche mal jetzt auch ein bisschen die Welt besser zu machen, indem ich auf mich selber achte. Ich glaube nicht, dass einer von euch da mitmachen wird. Wer Bock hat mitzumachen, kann mitmachen so. Aber ich denke nicht, dass jemand mitmachen wird so.
Aber was ich auch noch sagen wollte, Leute, tut ein bisschen auf euch selber achten, so, tut ein bisschen auf eure Umwelt achten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir irgendwann mal diese Erde verlassen werden und in andere Planeten reisen werden. Aber bis dorthin dauert es vielleicht noch. Deswegen lasst nicht diese Erde komplett ficken. Denkt an die Tiere und so. Denkt daran, welches Fleisch ihr esst. Genau. Ich mache jetzt einen Monat vegan. Das wird wild. Und das war auch alles, was ich erzählen wollte. Deswegen, ich würde sagen, an der Stelle, danke fürs Zuhören, Leute. Wenn ihr die Aktion feiert, wenn ihr mich feiert, abonniert mich, gebt ein Like, Daumen nach oben, dann wird dieses Video gepusht. Und ich habe mir mit diesem Video gute Sachen vor. Deswegen, Leute, ich würde sagen, an der Stelle, arrivederci.